Vanessa Mai ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Mit ihren Hits verbreitet sie immer gute Laune und pure Lebensfreude. Doch in einem Interview schlägt die Sängerin nun ernste Töne an. Es geht um Belästigung und die musste Vanessa Mai schon am eigenen Leib erfahren. Im Gespräch mit Gala verriet die Schlagersängerin, dass sie sexuell belästigt wurde. Klar habe ich das erlebt. Aktive Belästigung auf körperlicher Ebene habe ich beim Feiern schon als Teenager erlebt. Für Vanessa Mai war es nicht leicht, damit umzugehen. Man fühlt sich super schlecht und man schämt sich dafür auch ein bisschen, obwohl man nichts dafür kann. Zum Glück konnte sich Vanessa damals an eine Person ihres Vertrauens wenden, ihre Mutter. Es ist wichtig, dass man seinem Umfeld direkt davon erzählt. Oft sei man in dem Moment überfordert und erkenne nicht, was gerade passiert, erklärt der Schlagerstar. Ich habe Belästigung auch auf verbaler Ebene erlebt und es kann passieren, dass man das in der Situation gar nicht realisiert und es einem erst im Nachhinein bewusst wird. Wie gut, dass Vanessa Mai eine solche Powerfrau ist und selbstbewusst mit diesem wichtigen Thema umgehen kann.